Seit gut einem Jahr verantwortet die LHM Services die Computerausstattung und die Telekommunikation von 900 Münchner Bildungsstätten. Genauer gesagt 350 Schulen und Berufsschulen, dazu Kindertagesstätten und Sporteinrichtungen. Die SWM-Tochter hat in dieser Zeit in enger Zusammenarbeit mit dem Referat für Bildung und Sport schon vieles erreicht und zum Besseren gewandt. Die Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie stellten sie vor ihre erste große Bewährungsprobe. Die LHM Services ist verantwortlich für die IT-Ausstattung und den Service für die städtischen und staatlichen Münchner Bildungseinrichtungen, Kitas und Sportstätten und Sondereinrichtungen. Das betrifft rund 160.000 Schülerinnen und Schüler und rund 15.000 Lehrerinnen und Lehrer. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, die IT-Infrastruktur zu erneuern. Durch die besondere Situation in der Corona-Krise waren wir natürlich gefordert, eine adäquate digitale Technik und Systeme sehr schnell zur Verfügung zu stellen, damit der Fernunterricht, das Homeschooling adäquat unterstützt wird. Wir haben das realisiert und haben derzeit in diesen Systemen rund 190 Schulen, die diese Systeme nutzen, und über 105.000 Accounts, die wir zum jetzigen Zeitpunkt auch schon angelegt haben. Doch damit nicht genug. Im Auftrag des Schulreferats hat die LHM Services zudem kurzfristig insgesamt 6.000 schulische Tablets beschafft. Die Tablets haben wir ausgeliefert, um vor allem Schüler und Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien zu unterstützen, damit auch diese am digitalen Unterricht teilhaben können. Nach der Corona-Krise gehen dann die Tablets in den Bestand der Schule über und können für den normalen Unterricht eingesetzt werden. Schnell und professionell reagieren. Das gilt auch bei Hardware-Anforderungen der Schulen. Etwa, wenn Ausrüstung kurzfristig benötigt wird. Da hat uns die LHMS mit ihren Mitarbeitern tatkräftig unterstützt und aber auch immer zur Stelle, wenn es mal um schnelle Lösungen ginge oder um flexible Lösungen ging, die vorher auch nicht geplant waren. Die zusätzlichen Bedarfe, die natürlich jetzt in Corona-Zeiten entstanden sind, und da haben wir wieder einmal gemerkt, wie wichtig ein guter Partner, IT-Partner ist, waren, dass wir zusätzliche Geräte gebraucht haben, zum Beispiel Kameras für die Laptops und auch die Tablets, um das Homeschooling und Schule online möglichst professionell zu gestalten. Und da hat uns die LHMS auch zusätzliche Online-Angebote zur Verfügung gestellt. Ein Anruf der Schule beim Service Desk der LHM Services genügt. Schon ist der Außendienst in Aktion. Die benötigten Webcams und Tablets werden ausgeliefert und Technikpersonal der LHM Services unterstützt die Schule bei der Einrichtung. Kein Einzelfall in diesem Jahr. Das war eine Mammutaufgabe. Wir wollten den Schulen natürlich ermöglichen, Videokonferenzen und digitalen Unterricht durchführen zu können, also dass man auch Aufgaben austauschen kann. Und das war schon ein großer Kraftakt für uns. Aber dafür sind wir ja am Service Desk da, dass sich die Schulen eben mit ihren Problemen an uns wenden können. Auch wenn jetzt Schritt für Schritt die Normalität an die Schulen zurückkehrt, digitale Medien und Online-Lernmöglichkeiten werden den Unterricht der Zukunft mitprägen. Dank der LHM Services sind die Münchner Schulen für diese Zukunft gerüstet.